Yo, endlich bin ich wieder da für euch. Ja, ich hatte, wie gesagt, die letzten 2 Wochen hatte ich jetzt ein bisschen viel zu tun. Erstmal den Bildschirm hier richten. Und bin leider nicht mehr zum Aufnahmenehmen gekommen, deswegen gab es jetzt nur einfach das Zeug, was ich schon hatte, in sehr unregelmäßigen Abständen. Und jetzt kann ich endlich mal wieder was aufnehmen und werde euch jetzt wieder ein bisschen beglücken mit einer Runde Let's Play die Schlacht um Mittelerde. Gute Kampagne. Und ich weiß überhaupt nicht mehr, wo wir stehen geblieben sind. Das heißt, was ist denn das letzte? 15.09. 11:57 Uhr. Jupp. Das ist das letzte. Das laden wir jetzt auch gleich mal und schauen, wo wir stehen geblieben sind. Gut, jetzt klicken wir erstmal zum Anfang. Ah, genau, ich weiß es wieder. Wir haben Isengard erfolgreich eingenommen mit den Ents. Und, wir sind jetzt, genau, wir müssen jetzt mit Gondor spielen. Und ich glaube, wir müssen Nordithilien müssen wir verteidigen. Während Menschen das Böse aus Isengard vertreiben, tragen 2 kleine Halblinge den einen Ring nach Mordor, um ihn dort zu vernichten. Rohan ist gerettet, doch nun richtet Sauron sein Auge gen Gondor. Genau, ja, so sieht's aus. Also Rohan gerettet, check. Und jetzt müssen wir gucken, dass wir Saurons Angriff auf Gondor hier mit seinen vielen, oh Gott, mit seinen ganzen Armeen hier, also die Morgul-Armee ist wirklich der Hammer, dass wir ihn hier möglichst aufhalten können. So, dann würde ich sagen, jetzt werfen wir uns einfach mal wieder ins Geschehen und gucken mal, wie das so läuft. Norditalien ist ein von Mordor unterworfenes Waldland. Einige unerschrockene Krieger Gondors warten hier geduldig auf eine Gelegenheit, das Land zurückzufordern. Jo, also müssen wir gucken, dass wir mit Faramir das Land zurückfordern können. Das kennt man natürlich alles aus dem Film, da das war genau die Stelle, genau wo Frodo und Sam da von Faramir dann gefangen genommen werden. Ja, ganz so stimmt es natürlich auch nicht. Das war natürlich im Film ein bisschen anders. Es gibt Berichte von weiteren Sägewerken im Osten. Sie fällen die Bäume und zerstören unsere Deckung. Wir müssen das Sägewerk zerstören, sonst kämpfen wir bald auf offenem Feld. Ruft mehr Männer vom verbotenen Weiher. Okay, also. Am verbotenen Weiher können wir zusätzliche Waldläufe ausbilden. Das ist sehr gut. Hier Waldläufer, Gondor-Soldaten, Gondor-Bogenschützen. Ne, da wollen wir schon die Waldläufer haben. Ja, die basteln wir einfach mal noch welche. So, ihr Hobbits. Achso, genau. Ihr werdet mal beide Steinchen schmeißen. Sie werden diesen Schach verfluchen. Okay, dann nehmen wir euch mal Helden und so auf 2 und unsere Freunde Waldläufer auf 1. So, 7. Ah ja, können wir uns hier irgendwas leisten? Nee. Okay, Schwert Elendils brauchen wir noch nicht, weil wir jetzt gerade wieder nicht mehr mit Aragorn kämpfen. So, wie sieht denn das hier aus? Die kommen schon. Habt ihr etwas gehört? Dann werden wir die wohl mal holen. Wir kämpfen für Gondor. Das sind Haradrims. So, hatte ich die jetzt auf 1? Macht euch bereit! Ach, verdammt. Da ist verbockt. Komm schon, Samwise. So, wo ist ein Frodo? Komm her. Ich darf nicht entdeckt werden. So. Okay, jetzt holen wir die auch noch dazu. Wir kämpfen für Gondor! Gut. Aufpassen, Waldläufer! Und dann zerstören wir mal das Sägewerk hier. Der Feind ist nicht erstmal die Truppen hier, die das Werk bewachen. Wir haben das Gebäude erweitert. Wir werden angegriffen. So.
Sehr gut. Dann die hier. Okay. Perfekt. Jetzt können wir das Sägewerk platt machen. Also die Feuerpfeilen gibt es echt super. Und da kriegen wir jetzt, glaube ich, auch Schätze dafür. Genau, die holen wir uns gleich. Und dann bilden wir hier auch gleich weiter Waldläufe aus. Ich weiß, was ich zu tun habe. So, 1500, ja, super. Da können wir gleich mal noch mit dem Bataillon ausbilden. Ah ja, das nehmen wir natürlich auch dankend an. So, also wir müssen gucken, dass wir hier in keinen Hinterhalt kommen. Was ist hier unten los? Ach, hier kommen die Orks. Da oben ist, glaube ich, nochmal eins im Norden, so ein Sägewerk. Jetzt holen wir uns erst aber nochmal den Schatz auf hier wieder. Und dann gehen wir mal in den Norden hier zu dem Sägewerk. Gut. So, schauen, dass wir hier in keinen Hinterhalt kommen. Jetzt gucken wir mal, was müssen wir denn hier machen. Okay, Frodo muss überleben. Klar, zerstöre alle Einheiten Mordes in diesem Gebiet. Zerstöre die Sägewerke im Osten und steige mit Faramir auf Rang 2 auf. Ja, das kriegen wir alles wahrscheinlich hin. Das kann der eigentlich so. Nee, noch nicht viel. Vernichtungsort und ich alleine es retten könnte. Olifanten fürchten das Feuer. Greift ihn mit Brandpfeilen an, dann zertrampelt er in seiner Wut alle Orks um sich herum. Ja, das ist in Ordnung. Das Feuer! Du Bestie! Der Feind! In Deckung, Männer! So, nehmen wir erstmal den Olifanten hier weg. So. Ja, der stirbt, bevor er hier mit Feuerpfeilen umrandet. Ah! Einige Waldläufer. Wir müssen Verbindung zu ihnen aufnehmen. Leute. Ihr sollt die doch kaputt machen. Okay. Wir gehen jetzt erstmal zum Weiher zurück. Bus. Ach, die Hütten hier, die können wir stehen lassen. So, die Waldläufer, die müssen wir zur Hilfe eilen. Ach Gottchen. Oh, das wird heftig. Das wird heftig. Jetzt gehen wir erstmal hier zurück. Vielleicht können wir uns dann hier heilen. Genau. So. Okay, jetzt brauchen wir Feuerpfeile, Lederpanzer, Banner des Weißen Baumes. So, das erforschen wir jetzt mal alles. Und dann rüsten wir die erstmal aus eher. So, jetzt bauen wir hier aber mal so einen Wald hin. Wieso kann ich den nicht hierher bauen? Hier? Nee. Scheiße. Mist. Okay, könnt ihr euch hier heilen? Nee, ich glaube nicht. Es ist scheiße, dass mir da jetzt ein Bataillon verstorben ist. Ich muss es schaffen. So, aber jetzt schauen wir mal, dass die hier mit Feuerpfeilen ausrüsten. Aufpassen! Haben die schon alle welche? Aufpassen, Waldläufer! Ah, jetzt da, genau. Ach scheiße, wir haben eh nicht. Leise jetzt! Leise! Jetzt teilen wir die erstmal nochmal hier. Gut. Dann gehen wir jetzt mal da rüber. Machen wir mal das hier kaputt. Vielleicht gibt es auch nochmal Rohstoffe. Ja, sehr gut, sehr gut. 300 zwar nur, aber das ist in Ordnung. So, passt. So, haben sie alle, dann machen wir jetzt mal hier einen Lederpanzer für die. Jetzt stellen wir uns erstmal dahin und schauen mal, dass wir die hier töten können. So, sehr gut, sehr gut. Das geht wunderbar. So, da bleiben wir jetzt auch mal stehen. Die sollen jetzt mal nämlich selber angreifen. Genau.
bevor die hier groß werfen, anfangen können mit werfen. Ja, die stehen da ein bisschen blöd. So, jetzt mal gucken, dass wir in keinen Hinterhalt kommen. Macht euch bereit! Und dann nehmen wir nämlich die hier. Nicht schießen. Ist nicht gut, wenn er schießt. So. Macht euch bereit, was ich zu tun. Dann nehmen wir die Ochse hier, die dreckigen. Die Pfeifen. Gar ja nicht kalt. Die Hobbits stehen vorne dran und halten ein bisschen auf. Genau, so läuft es. Super. Da haben wir natürlich dann keine Chance. So, und jetzt müssen wir natürlich gucken, dass wir hier eine gute Position beziehen. Ist so schwer. Gegen die hier. Mal gucken, wann die angreifen. Jetzt gehen wir erstmal mit den Hobbits hier vor. So, jetzt stellen wir uns mal mit den Waldläufern hier her. Konzentriert euch auf den Olifanten, dann gerät er in Panik. Pfeile bereit machen! Werft sie nieder! So weit. So. Pfeile bereit machen! Waldläufer! Ja, los und los! Ach, shit, das ist. Die sterben uns hier was weg. Das ist nicht gut. Ah, das hat jetzt viel Truppen gekostet, leider. Und wir haben keine Chance, uns zu heilen. Es gibt noch Leute, die Augen offen! So, brennt der jetzt mal? Lass die Linke rankommen! Na, jetzt dann. Genau. So, und jetzt soll er da mal wirklich durch. Dann soll mal darüber. Genau, jetzt da. Geh zu. Sehr gut. Ach Mist, das hat natürlich jetzt nichts gebracht. Shit, shit, shit. So, brauchen wir mal wieder ein paar Waldläufer hier. Habt ihr etwas gehört? Hoffen wir mal, dass wir wieder Ressourcen kriegen, gescheit. Weil sonst wird das nämlich gleich wieder nix. So, erstmal die Bogenschützen hier fertig machen. Wow, wow, wow. Wir müssen uns beeilen. Waldläufer! Darf nicht entdeckt werden. Pfeile bereit machen. Waldläufer! Boah, seid ihr langsam, hey. Ja, ich sehe schon kommen, dass wir das gleich nochmal machen müssen. Das ist ja schlimm. Da, weg, holt ihn euch. Der Feind ist unter uns, Männer. Der Feind will ich fern. Jetzt machen wir das mal ohne die Waldläufer. Jetzt schauen wir mal, dass wir das mit den Helden möglichst gut hinkriegen. Boah, die Haralim sind schon stark. Die laufen eigentlich. Die Truppen laufen so blöd da rum. Das gibt's ja nicht. Gut, dass die alle abhauen. Na geil. Bleibt wachsam! Haltet sie auf! So, ich kann jetzt irgendwas Tolles, einen tödlichen Pfeil, ja super. Ihr kriegt mich nicht, ich bin verwundet. Waldläufer, wir ja, können langsam habe ich den Dreh raus. Dann mal auf Frodo gehen. Du kannst ihn nicht haben. Das ist für Frodo. Schnell. So, wenn ihr da mit dem weiter folgt. Das ist eigentlich gar nicht so verkehrt. Mein alter Ohm hätte dazu bestimmt. Wir haben uns angegriffen. Schneller. Vorsichtig, sonst sehen sie uns. Dann locken wir die nämlich dahin, wo ich sie haben will. Darüber.
So. Ja, das hält sich schon noch aus, mein lieber Sam. Huh? So bin ich weg. Das ist nicht gedacht, gell? Gefahr mir eigentlich so. So, gehen wir erstmal zurück zu unseren neuen Waldläufern. Schauen wir mal, dass wir hier wirklich was zusammenkriegen. Dann können wir euch die Waldläufe befreien und dann kommen wir euch auch wieder mit mehr Kohle zurecht. Also das ist jetzt gerade in Ordnung gewesen. Jetzt laufen wir mal wieder darunter. Was macht dich unsichtbar? Hüte dich vor dem Auge Saurons, okay. Okay. Kann ich jetzt eigentlich mal einen Elbenwald pflanzen? Schon. Und zwar hierher. Ja, das ist gut. So. Ich weiß, was ich zu tun habe. Leise. Für Onkel Bilbo. Machen wir mal die Gebäude hier kaputt. Und kriegen wir hoffentlich mal wieder ein bisschen Kohle. Ey, warum seid ihr eigentlich so langsam? Ah, ihr seid doch solche Pfeifen. Hier kommt Sam, du läufst jetzt mal hierher und holst die mal ab. Damit wir die auch verwenden können, weil es doch Ewigkeiten. Die Waldläufe sind so langsam. So. Gut. Ihr kriegt mich nicht! Wir müssen sie zurücktreiben! Haltet die Augen offen. Aufpassen! Ich muss es schaffen! Aufpassen! Ich darf nicht entdeckt werden! So, jetzt haben wir die nämlich auch dabei. Und dann können wir das Sägewerk auch zerstören. So, und wenn wir jetzt mit den Feuerpfeilen da mal noch herkommen, dann geht es auch alles eine Ecke schneller hier. Schön. Dann mal noch den Olifanten-Dingens da. Nee, was ist das? Söldnerzelt. Ah ja, da klar, da kommen die Haradrim her. Elefantenfärch ist noch irgendwas Größeres, keine Ahnung. So, das Ding machen wir schnell kaputt. Und dann sammeln wir mal schnell die Schätze ein. Okay. Huss, da gibt es gar keinen Schatz dafür. Aber das macht sich bezahlt. Das ist schon mal gut, das ist nicht. Die 300, das war echt niedrig. So, schauen wir mal, dass wir da einen gescheiten Schatz kriegen. Wie? Gibt keinen Schatz. So, einen Scheißdreck. Jetzt gehen wir erstmal herunter. So. Macht euch bereit! Sieht man uns nicht mehr. Bleibt hier! Wir müssen sie zurücktreiben! Der einzelne hier kaputt. Wird nicht mehr so ruhig sein, wenn er die Stiche unserer Pfeile fühlt. So, jetzt nehmen wir den mal hier ein bisschen und brennen den mal ein bisschen an. Jungs. Da geht's nicht. Da geht's weiter, ja? So, töten wollen wir nicht. Nicht töten. Nein. Macht euch bereit! Du kannst die nicht haben! Das war zu schnell mal wieder. Lasst sie nicht daran, Diener des Schattens! Waldläufer! Was ist schaffen? 300. Bisschen wenig. Jetzt schauen wir erstmal, dass wir hier alle mit Feuerpfeilen wieder gerüstet kriegen. Und dann haben wir hier noch einen Bataillon Waldläufer. Wir haben angegriffen! So, Jungs, komm. Ich denke, der ist ein Bonus. Stehen wir einander. Angstresistenz für Bogenschützen. Ja, das wäre schon mal ganz gut, aber es braucht Level 3. Mist. Aber gut, das war jetzt in Ordnung. Das lief ganz gut. Was machen denn die hier unten eigentlich? Jetzt müssen wir mal schauen, ob wir das da oben zerstören können. So weit weg von zu Hause. So. Leise jetzt.
Oh, ich rüste mir auch mal mit Feuerpfeilen aus. Und ihr kommt dann mal hierher auch. Dann kommt man mit auf die 1. So. Schauen wir mal, dass wir hier oben noch das hier zu Rande kriegen. Und ja. Genau da ist der Olifantenfähig. Das Riesending hier. Das gibt hoffentlich dann noch eine gewaltige Portion Rohstoffe. So, jetzt. Gut, die sind dann noch einigermaßen weit weg. So. Und das, ja, das läuft gut. Das läuft gut. So, ja, es ist halt immer blöd, dass da immer so ein Bataillon immer irgendwie drauf geht. Das heilen wir hier mal nochmal. Das ist halt schade, dass ich keinen Brunnen hier habe. Weil den braucht man eigentlich relativ. Also den braucht man als Gondor oder Rohan, wenn man die spielt, braucht man den schon. Weil da eben diese Truppen eigentlich ziemlich teuer sind. Und auch das Aufrüsten relativ, und ja. Also die böse Seite ist wirklich komplett anders zu spielen. So, jetzt gehen sie wieder. Keine Lust mehr. Machen wir mal den Olifantenfähig kaputt. So, dabei können wir hier mal wieder noch was ausrüsten. Oh. Wo denn? Hier! Hilfe, wieso baut ihr da einen Olifant? Es ist gut, dass dieser Feld tot ist. Ein Lager der Orks. Wir müssen es zerstören. Das war eng. So, jetzt holen wir uns mal das Zeugding da. Ja, der Olifantenfähig hat mal schön auch wieder Kohle gegeben, sehr gut. So. Naja, 3 Stück da. So, und Rüstung bräuchten wir eigentlich auch. Wir kämpfen für Gondor! Ja, jetzt machen wir erstmal den Lederpanzer hier.